Für viele war es schon fast das vorweggenommene Endspiel. Die zwei Deutschen Julia Görges und Andrea Petkovic zwischen Freundinnen. Aber ein brisantes. Das ist natürlich schade, wenn man gegen eine Freundin spielt. Es ist immer ein bisschen komisch, da kann man sagen, was man will. Klar, wenn man gegen deutsche Spielerinnen spielt, ist immer irgendwas Besonderes. Aber letztendlich versucht sich jeder auf seinen Job zu konzentrieren, um das gut zu meistern. Und dann schauen wir, was bei rauskommt. Görges hat es sich gestern schwer getan gegen die Rumänin Cadantu, dann nach einigen Regenpausen trotzdem in zwei Sätzen gewonnen. Leichter dagegen ging es für Andrea Petkovic, das 6:3 und 6:2 gegen die Schwedin Sofia Arvidsson, eher ein lockerer Aufgalopp. Ein gut gefüllter Center Court sah heute einen von beiden Seiten nervösen Beginn. Viele Fehler, wenig Winner, beide kennen sich schließlich aus dem FF. Im dritten Spiel erstes Break von Petkovic, ein zweites zum 1:4 folgte. Dann war Görges Gegenwehr erst einmal dahin. 6:1 ging Satz 1 deutlich an Petkovic. Zweiter Satz, Break, Rebreak bis zum 2:2. Alles völlig ausgeglichen. Görges mit einer Fußverletzung etwas gehandicapt, kämpfte sich zurück ins Spiel. Dann aber Andrea Petkovic wieder mit dem Momentum auf ihrer Seite. Matchball nach 1:23. Andrea Petkovic gewinnt in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5. Eine innige Umarmung zweier Freundinnen. Gratulation für die Siegerin und Trost für die Unterlegene. Andrea Petkovic gewinnt also das deutsche Achtelfinale von Nürnberg. Es war schon seltsam, muss ich sagen. Ich war am Anfang sehr nervös und ich glaube, Jule auch. Wir haben uns beide am Anfang nicht so richtig gut bewegt, waren ein bisschen klobig und unnatürlich. Es hat alles nicht so geflossen. Ich habe dann ein bisschen schneller meinen Rhythmus gefunden, habe sehr, sehr gut retourniert und bin dann am Ende mit ein bisschen Glück, habe ich dann den zweiten Satz für mich entschieden, der wirklich sehr, sehr eng war und genauso auf die andere Seite hätte gehen können. Also da hatte ich ein bisschen Glück. Im Viertelfinale morgen könnte es schon wieder zu einem deutsch-deutschen Duell kommen zwischen Petkovic und der jungen Annika Beck.